und damit Moment und Servus zusammen. Wir sind hier bei Friday Night Funkin' Looking Up the Same Sky oder auch kurz gesagt Yo-Kai Watch in Friday Night Funkin'. Und ja, meine BrüderInnen, ihr wisst doch, was es ist, ja? Nachdem Level 5 ja gar keinen Bock mehr hat, irgendwelche neuen Yo-Kai Watch Spiele in den Westen zu bringen, müssen das ja seither die ihrigen Fans übernehmen. Und das tun sie mit einer brandneu rausgekommenen Friday Night Funkin' Mod. Da lunzen wir heute definitiv aber mal rein, denn es wird sehr lecker werden. Also, seid ihr noch da? Falls ihr es seid, lasst gerne einen Daumen nach oben da für den ehrigen Support. Vielen Dank, meine BrüderInnen, für die heilige Unterstützung. Lasst wirklich gerne einen Daumen nach oben da, um auch die verloren gegangenen Yo-Kai-Buben wieder zurück ins Boot zu holen. Ja, denn ich habe die Hoffnung, dass es dieses Jahr passiert und ich glaube, dieses Jahr ist das letzte Jahr für Hoffnungsträger mit, naja, Hoffnungen von wegen Yo-Kai Watch-Spiele, Level 5-Spiele im Westen. Wenn dieses Jahr nichts von Level 5 aus passiert, dann sehe ich ehrlich gesagt schwarz. Deswegen lasst uns das hier als eine Art Hoffnungsträger nehmen. Lasst einen Daumen nach oben da für den ehrigen Support, um die verloren gegangenen Brüder zurückzuholen. Jetzt gehen wir aber mal definitiv rein in den Aal. Und eine Sache vorab. Ich habe natürlich die heilige Yo-Kai-Bibel Band 17 direkt hier vor mir liegen, ja. Und jeder, der diesen Titel gelesen hat, weiß, dass es Yo-Kai Watch ist, ohne zu wissen, dass es Yo-Kai Watch ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also ohne, dass hier Yo-Kai Watch steht. Man könnte sogar davon ausgehen oder interpretieren, dass mit dem Titel hier Yo-Kai Watch 4 gemeint ist, denn wie es in der heiligen Yo-Kai-Bibel steht, wir sehen in den gleichen Himmel, ja. Und das ist eben der Titel, der hier für Yo-Kai Watch 4 in Frage kommt. Auch wenn das, wie einige Fans sagen, halbrichtig ist, weil Looking Up the Same Sky ist eigentlich gar nicht Yo-Kai Watch 4, aber es ist irgendwo ja die Entstehungsgeschichte dahin. Aber genug palavert, wir gehen jetzt rein und gucken uns an, was es hier so alles gibt in der Demo-Version. Denn, ja, Überraschung, es ist eine Demo-Version. Wir müssen einmal ganz kurz Credits raushauen und rausschallern. An den ehrenwerten FNF Looking Up the Same Sky. Es ist eben der Mod-Creator. Und ja, wirklich Ehre an den Bruder, denn der hat auf Game Banana das Spiel, den Mod, veröffentlicht. Und das wird heute unser, wollte ich sagen, Unterhaltungsfaktor sein. Ja, ich habe hier schon mal so ein bisschen reingelunzt, habe in den Optionen ein paar Sachen gemacht, aber wir gucken in die Demo rein und dafür starten wir den Story-Modus erstmal. Hier sehen wir, dass wir eine Art Wochensystem haben, so wie das in Friday Night Funkin' üblich ist. Ja, es gibt hier erstmal das Tutorial, mit dem fangen wir an. Und direkt mal vorneweg, ich habe noch nie vorher Friday Night Funkin' gespielt. Ich habe es ein paar Mal gesehen im Discord. Grüße an die Brüder, die es gestreamt haben. Aber ich habe es noch nie selber gespielt. Gut, ich habe einmal so eine Game Builder Garage Wish-Version davon gespielt. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt zählen, deswegen, wir sind Noobs und schalten auf Easy runter. Fürs Erste. Und wir sehen uns hier gerade, ihr seht es schon, im Waldberg vor dem heiligen Baum, wo dann auch wahrscheinlich Whisper auf uns warten wird. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Bevor es aber losgeht, es gibt hier insgesamt 3 Level, könnte man sagen. Tutorial, Week 1, Week 2. Das Spiel soll aber noch viel mehr Support bekommen, wenn es dann draußen ist, wenn man aus der Demo-Phase raus ist. Jetzt aber rein. Ich denke, ich muss euch nicht erklären, wie Friday Night Funkin' funktioniert, deswegen wird uns das auch natürlich noch hier erklärt, ja. Und, ja, da steigen wir doch sicherlich rein. Aber das Ding ist, ich will nicht in der Textbox stehen und deswegen werden wir uns einmal ganz kurz hier ein bisschen nach rechts schieben, damit auch Whisper, der Bruder, etwas zu bereden hat und damit wir ihn auch sehen können. Was geht ab, mein körperlicher Freund? Ich bin Whisper, zu deinen Diensten. Ich nutze, by the way, einen Controller dafür. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe ein paar Proberunden gespielt und ja, was soll ich sagen? Das hat mich halt echt gekillt mit Leertasten. Ich bin kein Leertastenfreund. Ich sag euch, wie es ist. Hier ist der Boyfriend. Ihr seht es, der... ja, also, generell, was machen die beiden überhaupt hier? Ja, ich sehe gerade generell, ja, egal ob links, rechts oder Mitte,
Überall ist meine Facecam im Weg. Deswegen gehe ich mal hier hin, ja? Fürs Erste. Ihr seht, der Boyfriend auch komplett geistlos unterwegs. Aber nochmal zur Frage zurück. Was machen die hier am Waldberg, am heiligen Baum? Ich bin ein Yokai. Dieses Ding, das ihr Menschen einen Geist nennt. Ein Spirit oder ein extraterrestriales Ding. Yokai, das klingt wie etwas ziemlich edgiges. Und zwar nach einer ziemlich edgy Rockband. Ja, was auch immer. Du bist wahrscheinlich verwundert, warum ich in dieser gruseligen Kapselmaschine bin, oder? Junge, kann ich auch wieder in den Raum reinkommen? Ich fühle mich gerade so ein bisschen ausgeschlossen. Über 190 Jahre war ich hier quasi drin, könnte man sagen. Quasi eine Ansage an die Gesellschaft, ja, oder nicht Ansage, sondern irgendwer hat mich hier in diese Maschine gesteckt. Ich dachte gerade Society, ne, irgendwie so Gesellschaft, die war gegen mich, deswegen haben die mich hier, was? Die hatten damals schon Gacha-Maschinen? Ja, nevermind. Ist auch vollkommen egal. Das Allerwichtigste ist, dass du mich befreit hast. Oh, die Textbox muss aber definitiv zischen. Boyfriend? Und jetzt haben du und ich einen geheimen, freundschaftlichen Bund. Wobei, mehr als Freundschaft. Mehr als eine Heirat. Ich bin für immer in deiner Schuld. Boyfriend, geht weg. Ja, moin. Was? Ja, und wirklich, no hate oder so, aber ich habe da wirklich gar keinen Bock drauf. Ja, das ist. Ich will einfach nur mit meiner Freundin essen. Auf einmal sind wir hier. Kannst du uns irgendwie in ein Restaurant führen oder so, hier in Lenzhausen? Na klar doch. Dann gleich hier entlang. Na gut, dann gehen wir hier besser raus, okay? Let's go. Ah, bis später, du sehr weirdes weißes Ding. Wow, ja, sie sind weggelaufen. Achso, das ist quasi Sprechblasen? Also so Gedankenblasen quasi. Wartet eine Minute! Alter, diese Dialoge, Alter, wie lange gehen die? Die gehen ja länger als das Lied. Hör mal zu, Bro. Ich würde ganz gern damit verkehren, wenn wir hier weiter beim Rappen bleiben, okay? Du meinst, Gifte verpacken oder auspacken? Ich kann das! Nein, ich meine singen. Oh, ja, das kann ich auch. Und deswegen habe ich ja das Mikrofon in der Hand. Aber wenn ich das tun kann, dann müsst ihr mir Gesellschaft leisten. Auf der Reise durch die Yokai-Welt, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast. Ja, was auch immer. Bitte sei einfach ruhig und leg los, du Lappen. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Angelegenheit. Und ja, meine Brüder! Nun geht es los. Wer kennt die Musik? Wer kennt's? Und das für ein Tutorial, also so ein langes Level. Wild. Ja, das ist. Ich komme klar, alles gut. Ich muss mitwippen, damit das natürlich die Melodie. Ne, ich muss bei der Melodie ein bisschen mitmachen, ihr wisst, was es ist. Aber wir scheinen ganz gut klarzukommen. Whisper hat uns quasi fast gar nichts entgegenzusetzen. Obwohl wir war natürlich auch ein paar Fehler, das ist klar. Aber sonst. Ja, wir sind ganz gut unterwegs. Aber ist ja auch Schwierigkeit easy, ne? Von daher. Ja, gut. Und selbst dafür scheiße ich rein. Aber. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir in diese Perspektive gehen. Ach so, Gott, ich habe das voll übersehen, Mann. Was geht? Oh Gott! Okay, jetzt ist es ein bisschen ausgeglichen. Jetzt muss ich mich aber wirklich zusammenreißen hier. Noch knapp 40 Sekunden. Das soll easy sein?
Das soll easy sein? Ich denke mir ja schon gerade, das mit Controller zu machen, ist vielleicht irgendwo lost. Vielleicht mache ich das auch einfach mit Tastatur. Und Digital Pad. Aber auch nur in so Momenten, wo es gespammt wird. Hier geht das ja voll. Ja, und damit haben wir gewonnen. Wow. Ja, Whisper wäre auf dem Waldbergsgipfel geklatscht. Die Stute. Ich würde sagen, wir machen das weiter auf Easy. Weil ganz im Ernst, ich habe gar keinen Bock zu erleben, wie das hier ist, wenn es auf Normal ist. Oder auf Hard. Daher, ja. Brüder, das war willkommen in der Welt der Yokai. Jetzt machen wir sicherlich weiter mit Let's Go Shibanyan. Und wir finden uns wieder in Lenzhausen-Neudorf. Ihr seht es rechts neben dem Fischmarkt. Sehr, sehr gut gestaltet das Ganze. Man erkennt es eigentlich direkt wieder, wenn man Yokai Watch gespielt hat. Also die Straße, diese Kreuzung. Sehr, sehr cool. Let's go, Woche 1. Es wird schmengen. Okay, jetzt müssen wir wieder in diese Perspektive zurückgehen. Und boah, wisst ihr, was mich aufregt? Ich weiß nicht, wie man das umstellen kann. Ich weiß, es gibt Möglichkeiten dafür, aber jedes Mal, wenn ich das Fenster von Friday Night Funkin', von dem Mod, minimiere oder verlasse, nicht minimiere, verlasse, dann bleibt das Fenster einfach stehen. Das heißt, ich muss wieder draufklicken, damit es wieder das aktive Fenster ist. Also aktive also die Anwendung hat das Problem, dass wenn es kein aktives Fenster mehr ist, dass es pausiert. Wie kriegt man das weg? Ich habe in den Einstellungen geguckt, da gibt es keinen Button dafür. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist das denn? Das sieht aber... Ich muss euch das ganz kurz einmal... Es ist einfach der Schattenbube. Das scheint mir ein weiterer Yokai zu sein. Warte, es gibt mehr von diesen Geistdingern? Ja, sie werden Yokai genannt. Hab ich doch gesagt. Was auch immer, benutze einfach deine Yokai Watch und finde heraus, was es ist. Ach, der hat jetzt doch noch eine Yokai Watch bekommen? Ach krass, es geht sofort los. Okay, also hier ist nicht so viel rumgelaberisiere, sondern wir fangen sofort an. Let's go. Oh, es ist die Titelmelodie von Yokai Watch, die wir jetzt gerade nachstellen quasi. Und da ist der Bube. Shibanyan! Ich kriege die Kicks. Okay, ich muss das ganz kurz ein bisschen lauter machen. Die Lautstärkeverteilung ist echt weird. Es tut mir auch leid, wenn ich hier so oft pausieren muss oder dass hier auch so oft pausiert wird. Aber die Lautstärke unterscheidet sich gerade schon ein bisschen von der letzten, vom letzten Musikstück. Oh Gott, was ist das denn? Das ist doch niemals im Leben easy. Das ist doch niemals im Leben easy. Oh Gott. Also, ich habe auf easy gestellt. Ihr habt das gesehen, ne? Ihr habt das einfach gesehen. Wie soll man das schaffen? In diesem Speed. Also, es gibt Leute, die können das, aber ich kann das nicht. Bruder, ich mache jetzt mit Pfeiltasten. Das ist mir jetzt vollkommen egal. Oder kann ich hier irgendwie... Kann man nicht irgendwie auf Pause oder so? Gott! Ich kann einfach gar nichts! Gott, Mann, ich sterbe! Lange hat es nicht gehalten. Sag mal, kann man hier auch so einen Auto-Mode machen oder so? Gibt es hier nicht so Auto-Mode, dass man das einfach gucken kann? Alter! Ey, ich habe doch auf easy gestellt. Warte kurz. Also, das ist doch Troll, oder? Gibt es hier nur eine Schwierigkeit? Ist das das Ding? Dass es eben nur diese eine Schwierigkeit gibt? Ja, Brüder, da bin ich doch komplett raus. Was soll ich denn? Also, jetzt mal bei alles, was recht ist, aber... Dass das Spiel hier, dieser Mod,
nur für Leute gemacht ist, die Todesexperten sind. Ja, sorry, da kann ich jetzt euch leider nicht bedienen. Aber wir können mal kurz hier reingucken. Vielleicht gibt es ja so Einstellungen hier drin. Oder das man irgendwie. Ja, Ghost Tapping zum Beispiel, das habe ich ja angemacht. Deswegen. Das ist sehr weird. Ja, ich finde absolut gar nichts, was mir irgendwie helfen könnte oder so. Nee. Ja, Brüder, keine Ahnung. Also, wir können jetzt nochmal in Woche 2 reingehen. Und da noch ein bisschen Story rauskitzeln, aber. Ey. Wie soll ich das. Also, ich kann es ja nicht mal beenden. Das Tutorial war ja noch okay so. Wenn es auf dem Level gewesen wäre. Vielleicht ein bisschen schwieriger wäre auch gegangen so. Aber so wie bei Woche 1. Also, never mind. Wir gehen rein in Bumpkin Trouble. Let's go. Hm. 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 Zumindest kriegen wir Dialoge mit, ja? Das ist, kann ich das mal festhalten als kleinen Pluspunkt hier? Weil wirklich, wenn ihr es beenden wollt, dann spielt's doch selbst. Game Banana. Ach du meine Spiralen! Kannst du mir helfen, meinen Bruder Komashiro zu finden? Er wurde gesichtet hier, und zwar vor einer knappen Stunde. Nein, aber ich kann mit dir rappen, Bre. Aber ich muss Komashiro finden. Ich bin sicher, er wird auch hier sein. Er ist wahrscheinlich nur ein bisschen zu spät. Mhm. Während du wartest, können wir ja rappen. Junge. Ah, welchen Musiktyp wollen wir denn wählen? Ich weiß einen Song. Das ist irgendwas, was ich gelernt habe von Mama, bevor ich in die große Stadt hinausgezogen bin. Der Bube, das ist alles je. Ja, dann lass mal hören. Alles klar, los geht's. Okay, dann, huch, bin ich mal gespannt. Wie schwer das hier wird. Ja, das Koma-Jingle, klar. Musste natürlich sein. Jetzt. Für jeden Ton gibt's einfach eine eigene. Also eine eigene Taste. Für jeden einzelnen Ton dieses Jingles. Für jeden Audio-Frame. Also, wenn mehr von diesen langgezogenen Dingern kommen, habe ich gar keine Probleme hier. Ich sag euch, wie es ist. Ah, ihr seht doch jetzt, gerade geht's. Was ist mit Woche 1 los gewesen, Mann? War das so Troll oder was? Ja, ganz ehrlich. Also. Gut, das ist ja auch wieder so ein bisschen eine Kategorie. Schwierig. Aber wenn solche Dinger kommen, dann mashallah. Bitte nicht nur von Komaster, sondern auch für mich. Ja! Oh ja! Wir müssen nicht mal gewinnen, einfach nur durchhalten. Das ist mir das Wichtigste. Und das war's. Der Komasan mit die Eis. Jawohl! Es geht weiter. Ach krass, das heißt, ich habe einen Dialog verpennt. Das kann doch nicht sein. Ey, da müssen wir Woche 1 aber gewinnen. Wow, das war ziemlich cool. Aber Komashiro ist immer noch nicht hier. Naja, ich bin sicher, er wird bald hier sein. Sag mir nicht, das war nur die Vorbrut. Der schwierige Song kommt erst gleich. Inkommender Karl. Incoming. Eingehender Anruf von KJ. Wahrscheinlich straight aus der Yokai World. Hey, Bro. Sorry. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich hatte bis eben noch einen kleinen Gig. Ja, er war an der Bahnstation. Okay, ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Ich muss jetzt dringend los, Bruder. Ich hab einen Job. Und zwar beim Office-Turm. Also beim Büroturm. Außerdem, KJ, bist du... Kann es sein, dass du Junker bist? Also der von Spotify? Link in der Beschreibung? Neues Musikvideo out now? 2021? Ach du meine Spiralen!
kann ich jetzt gehen? Okay. Man sieht sich später, Bro. Alles klar. Man sieht sich, Bre. Ja, hau rein. Ich kann einen weiteren Song machen, bevor ich gehe. Oh Gott. Das sollte interessant werden. Gott, ich wusste es. Wieso wusste ich das? Was ist das jetzt für einer? Der sagt mir aber auch gar nichts. Ist das ein originaler Yokai-Song? Ist das ein offizieller Yokai-Song? Bitte einmal ganz kurz. Tut mir leid, Komasan, wenn ich dich unterbreche. Ja, deine zarte Stimme unterbreche. Ein bisschen lauter für die Brüder. Oh Gott. Oh Gott, ist das... Wir sind trotzdem noch ganz okay, obwohl ich voll reinscheiße, ja? Also, es geht hier einfach nur... Trifft die Tasten irgendwie. Und das nicht mehr im richtigen Moment. So. Ja, ich mach dir das gleich frei, nicht Komasan, du Sau. Aber warum war Woche 1 so schwer, Mann? Guck mal hier, komplette Rasur, Komasan. Ich muss sagen, die Ehre an die Sprites, ja. Darf man das mal kurz sagen? Wie krass das hier alles designt und gestaltet worden ist. Komplette Ehre geht raus. Die Animations und so, die Animations sehen so heftig aus für Komasan. Für Shibanyan, Whisper und so. Und so originalgetreu. Es könnte halt ein originales Ding sein. Ist heftig. So, und Level 5 denkt sich bei sowas wahrscheinlich genau wie Nintendo. Weg damit. Wobei, es könnte... Also eigentlich könnte es Level 5 relativ scheißegal sein, was im Westen passiert, weil... Naja, kommt ja eh nichts raus. Ja. Warum habe ich in Woche 1 verloren? Warum? Warum? Willkommen zur Party, Bre. Der Bube. Ah ja. Können wir rappen? Na klar können wir das. Cool. Swag. Ich werde auf diesem Ei sitzen. Das goldene Ei direkt vorm Bahnhof. Ja klar. Schau mal, wir haben eine Crowd. Also bist du besser gut, okay? Ich bin so gut im Rappen. Du weißt, ich werde diese Crowd wegraven, Bre. Ja, guck mal, diese coolen, Shades, Splitter, die ich gefunden habe. Alles klar, dann let's go jetzt, KJ. Let's go. Alter. Das ist jetzt aber hier Finale, oder was? Jetzt gegen KJ. Das große Finale, meine Brüder. 2 Minuten geht das hier. Das geht mir schon wirklich viel zu lange eigentlich. Hätte ich gewusst, dass das so lange geht, hätte ich vor dem dritten aufgehört. Ist auf jeden Fall Gospel Beat, ne? Ist krasser Gospel-Beat auf jeden Fall. Es geht so ein bisschen... Man kann sagen, Kollege ist gerade hier neben mir am Trappen. Und ich frage mich wieder, ne? Selbst in diesem Level hier bin ich besser als Woche 1. Und ich mache das hier sehr notdürftig. So. Also was ist das Ding? Ich glaube, einfach diese langen Dinger gönnen, ne? Also, vielleicht gibt es doch mehrere Schwierigkeitsgrade, aber irgendwie ist das Verhältnis im ersten so ein bisschen meh. Ja, das ist ein bisschen unverhältnismäßig in Woche 1. Ich will gar nicht wissen, wie lange das da geht. Ich denke, wir gucken uns das vielleicht mal in einem anderen Video an, denn das Ding ist, es gibt ja noch einen viel anderen, es gibt ja noch einen Free-Mode mit ein paar neuen, was heißt neuen, aber mit ein paar Songs, die hier nicht reingekommen sind. Hättet ihr Bock, dass wir da auch mal reingucken? Schreibt's mal in die Kommentare. Ja,
Immer noch 40 Sekunden, Alter. Was ist das denn für ein Boss-Beat, Alter? Das ist ja Boss-Level-Shit. Ja. Wenn ich jetzt könnte, würde ich hier Freestyle. Ich sag euch, wie es ist, aber das ist jetzt gerade zu viel für mein Gehirn. Nee, mir fällt nichts ein. So, ich versuche gerade irgendeinen Reim auf Kummersan zu finden. Keine Ahnung. Hier auch die kleinen Dinger mitnehmen, das ist wichtig. Nicht reinscheißen oder so. Ja, das sollte das eigentlich gewesen sein. Da dürfte nichts mehr kommen eigentlich. Ja. Das war's und wir haben es geschafft, Brüders. Das ist ja je. Ist das da rechts der Mod-Creator? Kann das sein? Oder sind das... War doch gerade Amogus? Ja, Brüder, jedenfalls, wir haben es doch geschafft und das ist wirklich eine heilige XXL-Folge. Beim nächsten Mal, Woche 1, easy nochmal probieren und Freeplay mit einigen Leaders. Es wird sehr wild. Bis dahin, lasst gerne, wie gesagt, eine Bewertung da für die gefallenen Yokai-Brüder. Und wenn es euch gefallen hat, vielen Dank, bis dahin, haut rein, tschüss.